Kassieren die Robens durch diese Aktion den nächsten Shitstorm? Erst vor kurzem übernehmen die Goodbye Deutschland Stars das Café ihrer TV-Kollegen Jens Büchner und seiner Witwe Daniela. Seitdem sorgen die Das Sommerhaus der Stars-Gewinner für mächtig Furore. Für Presseaufnahmen posieren Caro und Andreas mit einem breiten Lächeln im Gesicht vor dem Porträt ihres verstorbenen Vormieters. Dessen Familie ist davon alles andere als begeistert. Dani hofft, dass die Wahlmajokiner die aufwendig gestalteten Wandbilder entfernen. Immerhin seien dies sehr persönliche Erinnerungen von ihr und ihrem Mann. Das nehmen sich die Robens zwar zu Herzen, allerdings lassen sie sich bei Renovierungsarbeiten erneut mit einem breiten Grinsen vor den Bildern ihrer Vormieter ablichten. Doch damit nicht genug. Andreas pinselt Dannys Porträt mit weißer Farbe Vampirzähne ins Gesicht. Den Fans geht das endgültig zu weit. In einer Promiflash-Umfrage sind nur 34,4% der Teilnehmer der Meinung, dass die Aktion lustig ist. 65,6% finden das Ganze dagegen absolut respektlos. Auch im Netz hagelt es heftige Kritik. Ekelhaftes Verhalten. Oha, okay, das ist wirklich niveaulos. Sowas ist mega respektlos. Überstreichen, okay, aber dann so Witzchen draus machen, ist mehr als nur asozial. Auch Dannys Ex-Freund Ernesto Monte hat dazu eine klare Meinung. Gegenüber Promiflash erklärt der einstige Promis unter Palm-Teilnehmer, dass sie sich jetzt noch dabei zeigen, Andreas Robens grinsend mit Pinsel in der Hand, wie er das Bild übermalt, ist der Gipfel der Respektlosigkeit. In meinen Augen ist der Typ einfach ein Arschloch und sich so zu verhalten gegenüber einer Familie, bei der die ganze Familie weiß, was da passiert ist, ist das Respektloseste, was ich wirklich in letzter Zeit gesehen habe. Seiner Meinung nach gehe es dem Paar nur darum, Schlagzeilen auf dem Rücken der Büchners zu machen. Immerhin gäbe es auf Mallorca auch eine Reihe anderer Läden, die sie für die Eröffnung ihres neuen Protein-Fitness-Restaurants mieten könnten. Das war einfach Kalkül. In meinen Augen gehen die Robens wortwörtlich über Leichen. Die haben vorher schon Dani angegriffen, weil sie einfach das Gefühl haben, dass Dani die Nummer 1 auf der Insel ist, was weder Dani noch ich so sehe. Der 46-Jährige vermutet aber, dass sich seine Verflossene dazu nicht mehr weiter äußert. Auch wenn ihr die ganze Aktion seines Erachtens ziemlich nahe gehen dürfte. Dani ist eine sehr starke Frau. Sie wird öffentlich nicht sagen, ich kenne sie. Weil die Robens ja auch bei Goodbye Deutschland sind und sie der Produktion und dem Sender nicht schaden möchte. Und die Robens? Die beteuern, noch vor der Streichaktion, dass sie mit der Umwandlung der Feneteria in ein Iron Diner keine bösen Absichten haben. Zu Dani haben wir keinen Kontakt. Wie wir nun aus den Medien mitbekommen haben, gefällt ihr unsere Idee nicht. Wir denken, dass die meisten unserer Community es gut auffassen werden, da wir nichts Verwerfliches gemacht haben. Ob die TV-Auswanderer auch jetzt noch so denken, ist ungewiss. Bei diesen Aufnahmen scheinen die beiden zumindest kein schlechtes Gewissen zu haben.